Wie legen Sie Ihr Geld an? Klassisch mit einem Sparbuch oder Bausparvertrag? Vielleicht sammeln Sie Goldmünzen oder Sie besitzen Wertpapiere? Es ist gar nicht so einfach, die richtige Wahl zu treffen. Schon gar nicht in Zeiten niedriger Zinsen. Die gute Nachricht: Es gibt bereits für kleinere Beträge eine interessante Alternative. Den S-Fonds-Plan. Eine gute Möglichkeit, Schritt für Schritt Kapital aufzubauen. Fonds? Klingt spannend. Was ist das genau? Ein Fonds besteht aus verschiedenen Wertpapieren, sowie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder aus einer Mischung. Und was haben Fonds mit dem S-Fonds-Plan zu tun? Mit dem S-Fonds-Plan investieren Sie regelmäßig in einen Fonds Ihrer Wahl. Und dabei bleiben Sie flexibel. Denn Sie entscheiden selbst, wann, wie viel und wie lange Sie investieren. Sie zahlen regelmäßig, zum Beispiel monatlich, Ihren gewünschten Betrag in den S-Fonds-Plan für Ihren ausgewählten Fonds ein. Egal ob 50 Euro oder mehr. Die Höhe Ihrer Einzahlung bestimmen Sie selbst. Mit jeder Einzahlung erwerben Sie Anteile am Fonds, die dann veranlagt werden. Dabei gilt, bei niedrigen Kursen erwerben Sie mehr Fondsanteile, bei höheren weniger. Auf diese Weise gleichen Sie mögliche Kursschwankungen über die Zeit aus. Und was haben Sie nun davon? Je länger Sie diese Strategie verfolgen, desto mehr Fondsanteile sammeln sich an. So entsteht Schritt für Schritt ein Kapitalpolster für die Zukunft. Kleiner Tipp: Sie können auch während der Laufzeit auf Ihr Kapital zugreifen. Also nutzen Sie die Ertragschancen an den internationalen Kapitalmärkten. Bleiben Sie flexibel und veranlagen Sie schrittweise mit dem S-Fonds-Plan. Jetzt Beratungstermin bei Ihrer Erste Bank und Sparkasse vereinbaren.